Moin, moin, liebe Leute. Wir spielen heute eine Adventure Map von dem Herrn mit den epischen Namen Zigarettenhalter. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Gude, das ist meine erste Adventure Map. Erstens keine Blöcke abbauen, Spawnpunkt setzen auf rosa Wolle. Achso, keine Mods. Nur Noobs überspringen Sachen. Kann ich mit leben. Spiele auf Peaceful. Sechs hellgraue Wolle darfst du abbauen. Die sieht so aus. Das finde ich immer schön, weil das ja je nach Texture Pack unterschiedlich ist. Sieben Fuck Dark da. Viel Spaß. Ich habe einen Frosch im Hals. Lava geht nicht nur einen Block runter, also brau was. Okay. Warte, ich darf graue Wolle abbauen, ne? Gut, ist aber nichts drunter. Aber wie soll ich ohne Zutaten was brauen? Das musst du mir nochmal verraten. Indem ich hier die hellgraue Wolle abbaue, würde ich sagen. Und mir die Zutaten daraus nehmen. Badabisch. Aber gut. Dann möchte ich einmal hier. Und dann möchte ich einmal hier. Hier. Netherwarze rein. Das dauert jetzt wieder ein wenig. In der Zeit mache ich das hier mal aus. Und ja. Endspurt, was Maps angeht. Ich glaube, ich habe nur noch, boah, so 6, 7 Stück oder was. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss noch mal gucken. Ein paar sind noch nicht runtergeladen, aber das dürften nicht mehr so viele sein. Ich bin gerade dabei, so ein paar Regeln jetzt auszudefinieren, dass mir auch die Troll-Maps erspart bleiben. Nämlich, wenn mir dann jemand eine Troll-Map schickt, dann werde ich so spielen, werde sehen, dass es eine Troll-Map ist, werde die Videodatei löschen, die ich da bis dahin aufgenommen habe, und werde die Map löschen. So einfach ist das. Dann müsst ihr euch auch nicht mehr diese Kack-Maps antun und ich auch nicht. So, nehmen wir jetzt hier mal die Potion of Fire Resistance. Springen hier mal rein. Knopf habe ich noch gekriegt. So. Wenn du den in der Lava etwas übersehen hast, wenn du den in der Lava. Wenn du den in der Lava, dann du hast in Lava. Muss ich dann hier hinpacken? Ja, es klappt nicht. Hier hinpacken, oder? Ja, esse. So. Set spawn. Das soll ich ja machen. Haben wir jetzt ein Labyrinth oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier auf jeden Fall eine Höhle. Soll die hier sein? Hey. Ja, was ist? Bin mir gerade nicht sicher, wohin das hier führen soll. Und das ist auch eher nervig, so ein Labyrinth, ne? Okay. Soll ich jetzt nur sehen, dass es da ist, oder was? Ach, hier war nichts weiter. So. Dauert ja gar nicht. Das hasse ich so an Wasser in Minecraft. Hey. Hier geht's auch noch lang. Anscheinend. New Kids. Whatever ich jetzt mit diesem Dings anfangen soll. Wahrscheinlich stand hier noch irgendwo, ey Junge. Irgendeiner hat mir gesagt, F8, F8, F8 drücken. Ah, cool. Hier geht's weiter. Es ist keine Falle.
Du bist echt hierher gekommen, dumm. So, ist ja alles gut gelaufen. So. Ich habe mich hier schon ein bisschen verlaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Du hast es geschafft. Sehr gut. Das habe ich fast vermutet. Was ist, wenn ich jetzt da unten reingefallen wäre? Dann wäre ich einfach nur gestorben. Okay, sehr langweilig. Was ist hier hinter? Einfach mal die Probe aufs Exempel machen. Gar nichts. Sehr wirsch, definitiv aufgebaut. Sehr, sehr wirsch, muss ich leider sagen. Ja, hier war die Falle. Ich weiß nämlich jetzt absolut nicht, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich weiß bis jetzt nicht, wo ich hin muss. Und das ist das Problem an solchen Labyrinthen. Denn wenn ich es jetzt nicht finde, dann muss ich an der Stelle hier Schluss machen. Und das ist eher AA. Das ist eher Kot, finde ich. Fahrstuhl gibt's nicht. Naja. Das findet man vermutlich immer selber lustiger als der, der spielt. Vor allem, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo ich jetzt hin soll. So. Hier kam ich her, ne? Wenn du den in der Lava, achso. Ich dachte da, weil ich habe Flieg hoch gelesen, da dachte ich, ich müsste vielleicht woanders hoch. So, da kam ich auch schon her. Ja. Ist eine gute Frage, wo ich jetzt lang muss, ne? War ich hier schon? Keine Ahnung. Graue Wolle. Hey, da lang. Hey, nix. Soll das jetzt lustig sein? Ich finde es eigentlich gerade nur nervig, den Ausgang nicht zu finden, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie nicht mehr so funny. Vor allem irgendwann kennt man den Gag dann auch. Vor allem, wenn man keine Schere kriegt und dann hier. Du hast das Easter Egg gefunden. Yeah, dafür finde ich den Ausgang nicht. Und komme hier auch nicht mehr hoch im Normalfall. Wenn da steht, keine Blöcke setzen. So, ja, cool. Und wo geht's jetzt weiter? Das hat man mir immer noch nicht verraten. Ja, viel kann ich jetzt hier nicht mehr machen. Man muss natürlich auch sicher gehen, dass man den Weg findet, ne? Ich könnte jetzt ja natürlich mal, nein, falsche Taste. Mal gucken, was da ist. Was steht denn da? Wer das liest, hat der Zo Wer das liest, hat der Zaun kaputt gemacht. Das ist wahr.
Ich gehe mal da durch. Wahrscheinlich soll ich das gar nicht, aber. Nö, hier ist gar nichts. Kann ja mal gucken, ne? Vor allem, weil ich nicht weiß, wo es weitergehen soll. Echt nicht. So, einmal mit Turbo hier durch. Was? Nein. So. Ach, guck mal. Hüp. Was, ich sehe gar nicht, ob das noch Wolle ist. Da hilft mir ein Kommando. Leid. War jetzt echt einfach gar nichts. Ach ja. So. Ja, ich mache ja hier wieder aus und so. Wollte ja nur mal gucken, ob da noch was ist. Ah ja, dauert auch gar nicht. Vielleicht hätte ich es noch anlassen sollen. Oh, einmal Luft holen. So, zieht sich etwas, muss ich ja sagen. Jetzt ist hier wieder nichts. Auch ein bisschen trollig, die Map, ne? So, ich mach's mir jetzt allerdings mal einfacher. Ja. Okay. Hast du auch den Schalter oben gefunden? Nein, habe ich nicht und werde ich jetzt auch nicht suchen. So. Oder habe ich einen Schalter gefunden? Ich weiß es gar nicht. So. Nö. Habe ich nicht. Ich habe hier immer nur noch die Blöcke drinne. Warum mache ich es mir so schwer? So. Und dann mache ich auch noch mal so. Ist mir nämlich jetzt egal. Ich bin froh, dass ich hier weitergekommen bin. Sonst hätte ich sie jetzt nämlich abgebrochen, weil ich den Weg nicht gefunden hätte. Sieht ja auch noch Spaß aus. Ich wünschte, ich hätte... Goddammit! Setspawn. Ich wünschte, ich hätte sie abgebrochen. Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Ich denke nicht. Keep Items. Boah, ich hasse diese Sprünge auf Zäune, ne? Kriege ich nie gebacken. Yay. Und jetzt finde ich den Spawn nicht mehr, weil dieses Set-Spawn irgendwie nie funktioniert. Nein. Spawn, nein. Geht nicht. Tja, das ist natürlich blöd. Ich denke mal, das ist aber hier. Irgendwo. Nein, das ist nicht. So, meine Freunde. Das machen wir dann mal im Creative weiter. Ist mir jetzt egal. Ich werde auch das Jump and Run gleich im Creative machen. Peng! Und ja, scheiße, wo ging's lang? Irgendwo hier. Drüben, glaube ich.
Hier nicht. Hier glaube ich. Ja. So. So. Ich werde es jetzt im Creative machen, weil sonst wird das hier, seht ihr, lange dauern. Na, ich höre schon wieder, dass er da wieder eine Tierfarm gemacht hat. Ach nee, komm, habe ich jetzt keinen Nerv drauf. So, dann muss ich hier, hier. Da war hier eine Kiste versteckt. Nur haha. Potion of Fire Resistance. Ja, das hätte man vorher vielleicht mal sehen sollen. Gut, dann können wir den ja wieder ausmachen. Eine Potion of Fire Resistance trinken. Jetzt gehe ich aber wieder hier hin. Hier hin. Nein. Goddammit. Oh, das nervt ja gar nicht. Ne, diese Zaunsprünge sind einfach nur unfair. Ja, ich habe schon eine Vermutung, was jetzt kommt. Oh, ist das nervig. Bist du jetzt angepisst? Ja, kannst du glauben. Hier soll irgendwo ein Schalter sein noch. Hier drinne. Ach, habe ich gerade aufgesammelt. Ach ja, das macht Spaß, das macht Laune. Nochmal rückwärts für 5 Mark. Lass mich da rein. Geh weg. Kommt man da überhaupt rein? Geht weg. Sterbt einen qualvollen, grausamen Tod. Mit dem Bolzenschussgerät knapp das Hirn verfehlt, sowas. Ach, warum fliege ich denn? War es bisher leicht? Nein. Ich bleib im Ding. Das war, glaube ich, Health Infinite. So. Jetzt habe ich God Mode an. Hier wäre ich natürlich gestorben. Was auch sonst. Ich habe hier noch eine Pressure Plate. Hör auf zu brennen, das nervt. Seht ihr, und deswegen werde ich beim nächsten Mal die Regeln besser definieren. Weil wegen nervig. Soll die Map weitergehen? Nein. Was steht da? Keine Ahnung. Ach, Akta. Mal wieder. Nein. Hoffe, dir hat's gefallen. Komm, ich will ja nicht so sein. Ich will ja nicht so sein. Aber wetten, da wäre es trotzdem weitergegangen? Nee, doch nicht. Okay. Hab ich jetzt fest mit gerechnet. Und wo wir gerade dabei sind, mache ich Fire Damage auch mal aus, weil dann dieses eklige Dings verschwindet. Es? Ja, das ist auch durchaus lustig. Ja, du hast wirklich, also jetzt ist wieder der Moment, wo ich hier nur noch durchfliege. Du hast wirklich einfach nur nervige Aufgaben genommen. Noch mehr angepisst. Nö, eigentlich nicht. Ihr wisst ja, wie ich, hast du alle Zigaretten gesammelt? Dann geh da rein. Was für Zigaretten? Wie bist du hierher gekommen? Es gibt keine Zigaretten.
Aber siehst echt schnieke aus, Geule, also. Okay. Ja, das ist jetzt der Moment, wo ich sage, nö, jetzt wird's zur Trollmap. Definitiv. Ja, definitiv. So, aua, aua. So, Tester, Matze, Zigarettenhalter. Danke fürs Zocken. Deisigen bei Zigarettenhalter. Sound bei Zigarettenhalter. Powert bei Zigarettenhalter. Special thanks to Endzeitkind Endzigaretten. Du dankst dir selber? Gamerkeller. Seems legit, würde ich sagen. Müll. Was ist denn hier? Habe ich Light noch an? Ja. Okay. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Ne? Ist jetzt eher so Troll gewesen. Ne? Aber wenigstens der allererste Anfang ging noch. Ja, wenn ich nächste Mal zum Map schicken aufrufe, werde ich das alles mit in den Regeln definieren, damit sowas nicht mehr vorkommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö.